Ja, ihr Lieben, uns kann ja nichts erschüttern, oder? Die Unerschütterlichkeit, die leitet uns. Das ist etwas, wovon ich überzeugt bin. Lasst uns weiter auf das Thema Ausgrenzung eingehen und wie es sich am Beispiel meiner Ortsgemeinde gerade abspielt. Und ich verweise gerne auf das vorausgehende Video dazu, das auch verlinkt ist. Da geht es um den Versuch, mich aus meinem Gesangsverein auszuschließen. Betrachten wir dazu einen Text, den ich im Nachgang eines Gesprächs mit dem Vorstand verfasst habe. Noch einmal kurz die Eckdaten. Vor 29 Jahren bin ich in meine Heimatgemeinde in die örtliche Chorgemeinschaft eingetreten. Nach einigen Jahren der Mitwirkung war ich lange Zeit nicht mehr aktiv gewesen. Am 3. Juni in diesem Jahr bin ich dann zum ersten Mal wieder zum Singen gegangen und es hatte eigentlich recht gut geklappt, wie mir von einem Mitsänger im Bass spontan bescheinigt worden war. Ich wiederhole das deshalb, weil die Ereignisse sich inzwischen weiterentwickelt haben. Nach alledem, was wir in der Schule über unsere deutsche Geschichte gelernt haben, würde man so etwas nicht für möglich halten. Doch gehen wir der Reihe nach vor. Eine Woche später fand ich mich zum Singen ein. Also nach diesem 17., eine Woche später. Im Raum saß nur einer, der Vereinsvorsitzende. Er sagte zu mir, ich möge doch hereinkommen. Nach mir kam noch ein weibliches Vorstandsmitglied hinzu. Nennen wir sie Brigitte. Die heutige Probe sei abgesetzt worden, sagte der Vorstand. Er finde das auch sinnvoll. Die elektronische Nachricht mit meinem Textdokument sei von ihm innerhalb des Vorstands weitergeleitet worden. Damit sprach er meine Zusammenfassung der Vorfälle an diesem 17. Juni an. Per WhatsApp-Gruppe seien dann alle Mitglieder informiert worden, dass die heutige Probe nicht stattfinden werde. Da er mich telefonisch nicht erreichen konnte, sei es gut, dass wir heute Abend miteinander sprechen könnten. Die Situation sei eine schwierige. Einige der Mitglieder seien überrascht gewesen, dass ich zur Probenarbeit erschienen sei. Er selbst kenne mich ja nicht aus meiner aktiven Zeit, sondern habe mich erstmals bei jener Probe am 3. Juni gesehen. Mein Hinweis, dass ich ja auch an der Jahreshauptversammlung des Vereins vor einigen Wochen teilgenommen hatte, bejahte er. Die Situation sei die, führte er aus, dass es am letzten Montag zu einem Eklat gekommen sei. Der gesamte Chor habe die Probe verlassen, aus persönlichen Gründen. Der Großteil der Chormitglieder habe ihm klar zu verstehen gegeben, sie möchten nicht mit ihnen singen. Damit war ich gemeint. Also es geht um einen Menschen, den andere von sich absondern wollen. Diese letzten Worte, sie möchten nicht mit ihnen singen, sprach mein Gesprächspartner ziemlich leise aus. Offenbar kam hier zum Ausdruck, dass er sich in seiner Haut überhaupt nicht wohl fühlte. Ich hatte bislang nur zugehört und fragte nun Brigitte, ob sie dazu auch etwas sagen wolle. Eine Mischung aus Verlegenheit und Beklemmung hatte ich auf ihrem Gesicht wahrgenommen. Der Vorstand sagte nun, er habe meine Videostellungnahme angehört. Das sei ja weitgehend mit dem Text identisch, den er per E-Mail erhalten habe. Er stelle sich die Frage, was mich dazu veranlasst habe, nach so langer Zeit wieder zum Singen zu kommen. Es war eine an mich gerichtete Frage. Meine Antwort kam gleich. Fast war ich dankbar, dass sich nun jemand dafür interessierte, wie ich denke und was mich bewegt. Ich sei ja vor einigen Wochen gerade deshalb zur Vereinsversammlung gegangen, um eine aktuelle Information über die Lage zu bekommen, sagte ich. Und es sei ja an dem Abend in den einzelnen Berichten zum Ausdruck gekommen, dass sich die personelle Basis, bedingt durch Krankheits- und Todesfälle, stark verdünnt habe.
Das habe mich in meinem Entschluss, wieder in meiner Heimatgemeinde zu singen, bestärkt. Ich vermied es, hinzuzufügen, dass ich noch dazu an meinem Wohnort, wo man ja einander auch beim Einkaufen oder in anderen Vereinen oder auch in der Kirche sieht, nicht für möglich gehalten hätte, dass sich jemals eine derart verstörende Ablehnung gegenüber einem Menschen entwickeln könnte. Das dachte ich, ohne es zu sagen. So fuhr ich fort, ich hätte den Eindruck gewonnen, dass ich auf Basis meiner etwa 10 Jahre währenden Mitwirkung in verschiedenen Chören in der nahegelegenen Stadt, in meinem Verein, wo ich so lange inaktiv war, einen substanziellen Beitrag leisten könnte. Und das sei ja bei der letzten Probe vor dem Jahreskonzert, also an diesem 3. Juni, tatsächlich von einem Mitsänger spontan bestätigt worden. Wenn jemand ein Kind ermordet hätte, sagte ich dann noch, sei es eher verständlich, dass Menschen ihm nicht begegnen wollten. Oder auch auf der Straße gezielt an ihm vorbeischauen. Oder beispielsweise habe einer 20 Jahre im Gefängnis gesessen. Auch da wäre für mich nachvollziehbar, wenn Menschen in seiner Umgebung ihm mit einer gewissen Befangenheit gegenüberträten. Doch im vorliegenden Fall gehe es ja um Meinungsäußerung in einer Demokratie. Und dann fügte ich noch hinzu, ich sei der Letzte, der in einem privaten Umfeld anderen seine persönlichen Ansichten aufdrängen wolle. Ja, so sehe ich das. Allerdings bin ich jederzeit bereit, über das, was ich für richtig und wichtig halte, auch auf Fragen Antworten zu geben. Für die Äußerung von Meinungen gäbe es ja öffentliche Formate. Dabei dachte ich insbesondere an die sozialen Netzwerke und Videoplattformen. Und das sei ja in der aktuellen Situation besonders wichtig, da es in der Bevölkerung derzeit eine sehr große Unzufriedenheit mit der Regierung gebe. Insbesondere hinsichtlich der Grünen Partei. Und da sehe ich mit vielen anderen Menschen viele, viele Schnittmengen. Die Ablehnung meiner Person an jenem Abend des 17. Juni habe mich, der ich seinerzeit mal eine wissenschaftliche Arbeit über die historische Zeitphase zwischen 1918 und 1938 verfasst hatte, an jene Zeit erinnert. Und diese Art einer mir unverständlichen Ablehnung eines Menschen, wie sie am letzten Montag zum Ausdruck gekommen sei, habe fundamentale Bedeutung. Doch fügte ich hinzu, unser Ort habe schon ganz andere Probleme überstanden. Und so sei ich zuversichtlich, dass wir auch diese Krise gemeinsam durchstehen würden. Als einen Schritt in die richtige Richtung nehme ich das Gespräch heute Abend wahr, denn miteinander reden sei auch in diesem Fall besser als übereinander reden. Der Vorstand entgegnete, es gebe offenbar unterschiedliche Ansichten zu unterschiedlichen Themen. Und es sei nicht die Aufgabe des Vereins, sich damit auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz seien nun mal verschiedene Meinungen da und es gäbe einfach viele Chormitglieder, die sagten, sie könnten sich nicht vorstellen, mit mir auf einer Bühne Gemeinsamkeit zu demonstrieren. Es gäbe klare Aussagen einiger Mitglieder und der Bestand des Chores sei in Gefahr. Während ich das jetzt lese, kommt mir ein Gedanke. Wie nennt man es, wenn jemand mit einem Übel droht? Das war nur eine Frage. Weiter im Text. Am übernächsten Abend werde bei einer Vorstandssitzung auch dieses Thema besprochen und da werde man sich entscheiden, wie wir damit umgehen. Von daher sei es ja auch gut, dass die heutige Chorprobe ausgefallen sei, so hätten unnötige Schärfen vermieden werden können. Durch meinen Kopf
wanderte der Gedanke, dass für die Schärfe ja eigentlich nur jene verantwortlich seien, die aus ihrer Gemeinschaft einen Menschen ausschließen wollten. Indessen sprach er weiter. Er sei nicht überzeugt, dass mich lediglich die dünne Personalsituation zur Wiederaufnahme der Probentätigkeit geführt habe. Ob er denn an der Aufrichtigkeit meiner Worte zweifle, fragte ich. Darauf er, nun, er denke, dass es verschiedene Motive gebe. Ich schob nach, es sei ja von mir mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ich politische Themen im Verein nicht thematisieren wolle. In dem Moment, wo ich dies niedergeschrieben habe, kam es mir, was er in diesem Augenblick wohl gemeint hat. Denn es fiel auch das Wort Präsenz. Ob es mir um Präsenz in der Ortsgemeinde gehe. Natürlich. Oder gibt es hier im Land jemanden, der darüber entscheiden darf, dass sich Menschen mit welchen weltanschaulichen Bekenntnissen auch immer nicht dort zeigen dürfen, wo Menschen zusammenkommen? Das wäre ja eine seltsame Art von Demokratie, oder? Wenn bestimmte Menschen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen würden. Und wer dürfte sich anmaßen, darüber zu entscheiden, wer zum Kreis der Erlauchten gehört und wer nicht? Zu ihm gewandt, sagte ich wahrheitsgemäß, es geht mir einzig und allein ums Singen. Und genau das ist es. Und niemand braucht sich wegen irgendeiner politischen Einstellung, solange diese mit unserem Grundgesetz harmoniert, dafür zu rechtfertigen, wenn er singen, tanzen oder Fußball spielen oder in die Kirche gehen will. Was wäre das für eine Staatsform, wo Menschen ihr Denken vorgeschrieben würde? George Orwell lässt grüßen. Er wies dann noch einmal hin auf die bevorstehende Vorstandssitzung und ich erwähnte, dass gemäß Grundgesetz Artikel 3 Absatz 3, diesen Wortlaut habe ich dann später noch einmal genau nachgeschaut, Zitat, niemand wegen seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt, Zitat Ende, werden dürfe. Ich sagte noch, dass diejenigen, welche das 1949 formuliert haben, noch lebhaft in Erinnerung hatten, wie es in der Zeit vor 1945 zugegangen war. Und dass sie solche Zustände ganz offensichtlich nie wieder haben wollten. Genau deshalb hat man diesen Artikel geschaffen, damit man miteinander in Frieden leben kann, trotz unterschiedlicher Ansichten. So führte ich aus. Er bejahte. Und sagte dann weiter, dass sich unser Grundgesetz auch in der darauf aufbauenden Rechtsprechung wiederfinde. Und ich ergänzte schmunzelnd, zumindest sollte es so sein, was ihn dazu veranlasste, das gelte ja dann auch für die Verordnungen und Gesetze, die aus dem Grundgesetz abgeleitet worden seien. In diesem Moment erst verstand ich, worauf er hinaus wollte. Dieser Hinweis galt mir, der ich ja seit April 2020 als Kritiker von gesundheitspolitischen, staatlichen Zwangsmaßnahmen aufgetreten war. Und so war das eher eine Vorlage für mich, denn ich wies hin auf die seit März 2024 ans Licht der Öffentlichkeit gelangten Informationen, wonach die Protokolle des Robert-Koch-Instituts nach wiederholt gerichtlich eingeklagter Entschwärzung ein unerhörtes zutage gefördert hatten. Doppelpunkt. Die Wissenschaft im RKI habe hinsichtlich der Maßnahmen völlig andere Vorstellungen als die Regierung gehabt. Uns aber sei damals vor 4 Jahren vorgegaukelt worden, dass die Politik streng nach wissenschaftlichen Vorgaben handle. Dabei sei es, wie nun erst schwarz auf weiß bewiesen sei, umgekehrt gewesen. Die Regierung habe zum Teil gegen die ausdrücklich geäußerten Erkenntnisse der Wissenschaft der Bevölkerung ihre heftigen Maßnahmen aufgezwungen. Ich denke gerade an ein
konkretes Beispiel, sogar von dem Herrn Dr. Osten oder Herrn Dr. Drosten gibt es ja ein Zitat, wonach Viren durch Masken gar nicht aufgehalten werden. Lassen wir das Thema. Weiter im Text. Doch ich wollte ja bei diesem Thema nicht lange verharren. Jeder hat ja selbst die Möglichkeit, sich rückblickend ein Bild zu machen. Und so schloss ich. Unterm Strich sah ich zuversichtlich, dass sich einmal all das, was die Menschen, die miteinander gesungen, Fußball gespielt und Gartenfeste gefeiert hatten, derzeit noch voneinander trenne, als belanglos herausstellen werde. Das ist meine Überzeugung. Da schaltete sich Brigitte ein. Das mit dem Gartenfest sei doch schon gefühlt 100 Jahre her. Damals sei die Situation eine andere gewesen und ich lächelte. Ja, genau. Gerade weil sie eine andere war, denke ich, dass nichts die Menschen auf Dauer trennen kann. Ein Gedanke, der vielleicht auch in anderen Bereichen relevant sein könnte. Ich werde ihn wieder aufgreifen und er kommt ja auch in vielen meiner öffentlichen Stellungnahmen der letzten 4 Jahre zum Ausdruck. Weiter im Text. Dann bat ich meine Gesprächspartner, sich an diesen Augenblick, da wir nun miteinander am Tisch saßen, später einmal zu erinnern. Und ich sagte, wenn die Menschen die innere Bereitschaft aufbringen, zu sagen, der ist zwar anderer Meinung als ich, aber ich kann das aushalten. Ich toleriere das. Und ich erinnerte an das sogenannte Voltaire-Zitat, das vor einer Woche auch einer der Vereinskollegen erwähnt hatte. Die Hälfte derer, welche die Aktion gegen meine Person mitgetragen hätten, führte ich weiter aus, würden mich ja nicht einmal kennen und hätten niemals mit mir gesprochen. Also könnten sie ihr Bild über das, was ich denke, nur aus den Medien haben. Und dann wörtlich, Zitat, mein Gott, wer glaubt denn so 100% das, was in der Zeitung steht? Ich meine mich zu erinnern, dass über Brigittes Gesicht in diesem Augenblick ein Lächeln huschte. Auch wenn der Vorstand diese meine Relativierung der Medien zunächst so nicht stehen lassen wollte. Es sei immer noch so, dass die Medien eine Möglichkeit darstellten, an Informationen zu kommen. Allerdings müsse man gewisse Fragezeichen immer machen und es werde zunehmend schwieriger. Irgendwie spürten wir drei, die wir unsichtbar, dass wir unsichtbar ein wenig zusammengerückt waren. Gleichwohl wollte der Vorstand noch etwas richtigstellen. Ich hätte meinem Video eine Bemerkung fallen gelassen, wonach er der am 17. Juni zu erwartenden Zuspitzung habe aus dem Weg gehen wollen. Das sei jedoch nicht der Grund seiner Abwesenheit gewesen. Strahlend stimmte ich zu. Mit der Bemerkung, da habe ich mich wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt, mea culpa. Mit unserem Gespräch waren wir soweit durch und Brigitte war es noch ein Anliegen, diese Worte in den Raum zu legen. Also, wie gesagt, ich bin auch dafür, keine Diskriminierung. Und der Vorstand ergänzte, man könne ihm, was sich in seiner gesamten Biografie nachweisen lasse, keineswegs Intoleranz nachweisen. Und ich fügte hinzu, man fühle sich gleich viel besser, wenn man miteinander gesprochen habe. Genau zu diesem Zweck sei er heute gekommen, schloss der Vorstand. Und jetzt beim Niederschreiben fällt mir ein Wort ein, das ich bei dem Religionsphilosophen Romano Guardini gelesen habe. Es geht darum, Zitat,
die Wirklichkeit zu objektivieren, also gedanklich zu erfassen. Zitat weiter, um ihre Gewalt zu dämpfen. Soweit, meine Lieben, wir bleiben dran, oder? Es sind schwierige Zeiten, aber da kommt es darauf an, dass wir standhalten. Auf welcher Seite auch immer wir stehen. Und dass wir den Dialog suchen.